Hallo und herzlich willkommen bei Battlefield 5. Heute spielen wir mal den Medic. Und zwar habe ich mir die Suomi ausgesucht. Die gefällt mir bis jetzt nämlich richtig gut. Die habe ich gerade freigespielt. Und damit habe ich gestern auch mal TDM gespielt. Und selbst ich habe damit so richtig, richtig gut abgeräumt. Da hatte ich, jetzt pass auf, ich hatte eine KD von 2,5 einmal. Ausgerechnet ich. Naja, aber das kommt manchmal vor und in TDM war ich sowieso eigentlich schon immer ein bisschen besser als in den anderen Modi. Das liegt daran, dass ich da nicht so abgelenkt bin. Ja, insofern finde ich das Teil eigentlich super. Und deswegen renne ich damit jetzt rum. Es ist also eigentlich super. Aber wer von DICE oder wem auch immer hat sich das eigentlich ausgedacht, dass der Medic anfangs nur Waffen für kurze Distanzen spielen kann? Ich meine, wenn ich jetzt bei Eroberung bin, wie soll ich denn da anständig PTFO mit meinem Team spielen? Auf freiem Feld bin ich da so verwundbar wie so ein Karnickel auf dem Rasen halt, ne? Ich meine, du kommst doch eigentlich nur mit halbwegs Deckung und Glück ans Ziel, oder nicht? Ich kann da noch nicht mal auf irgendwen zurückschießen, wenn der weiter als gefühlte 2 cm ist. Ich kann natürlich irgendwo auf der Map kleben bleiben, wo sie irgendwelche Buden hingepappt haben oder so. Aber für mich ist das ja nur irgendwie nicht der Sinn von Eroberung. Und das spiele ich ja nun mal am liebsten. Klar kann man auch die ganze Zeit verteidigen, klar kann man machen. Aber ich habe überhaupt gar keine Lust, in der Ecke zu verschimmeln. Und irgendwie fühle ich mich mit der Waffe oder den Waffen, die der Medic so am Anfang kriegt, da fühle ich mich irgendwie total wehrlos. Ich will zwischen Waffen wählen können für verschiedene Distanzen, je nachdem, welche Map ich gerade spiele. Und dann weiß ich wenigstens, dass ich im Zweifelsfall zurückballern kann. Und von mir aus sterbe ich dann auch 1000 Tode. Das ist mir wurscht, aber gezwungenermaßen mit einer Kurzdistanzwaffe rumzurennen und mich ständig zu ducken, das ist doch total doof, oder nicht? Naja, oder liegt das an mir? Mache ich irgendwas falsch? Also mich macht das irgendwie total kirre. Und ich spiele den Medic eigentlich so gerne. Klar, ich muss immer noch eine Menge lernen und ich gucke immer noch nicht gut auf die Map und ich bin immer noch viel zu unvorsichtig, gerade wenn es darum geht, irgendwelche Leute zu reanimieren. Ich bin dann immer so Feuer und Flamme und will dem helfen und ich gucke einfach nicht genug zumindest, ob sich da das Unheil schon anbahnt. Aber naja, das kann man alles lernen. Aber gib mir verdammt nochmal eine Waffe, mit der ich irgendwie, also zumindest die Möglichkeit einer Wahl. Okay, die erste Waffe ist eben, die ist eben so, aber zumindest die zweite Waffe, die sollte dann doch eine für eine wenigstens etwas andere Distanz sein. Oder habe ich irgendwelche Waffen beim Medic nicht verstanden? Vielleicht könnt ihr mir das ja mal in den Kommentaren erklären. Ich bin da sehr, sehr aufnahmebereit und lernwillig. Wenn ihr sagt, das ist nicht so, es ist so alles völlig falsch, dann lasse ich mich da gern eines Besseren belehren. Aber für mich fühlt sich das im Moment so an. Ja, also Fazit ist jedenfalls bei mir und dem Medic im Moment, ich bin leider noch weit weg von Level 20 und somit auch weit weg von der Tommy Gun, die man mit Level 20 wohl kriegt. Und so ist der Medic für mich im Moment irgendwie eine Quälerei. Und leider merkt man das auch immer an den Ergebnissen. Und das hier wird, glaube ich, auch schon wieder so ein Ding. Das sehe ich doch irgendwie jetzt schon. Also ich bin ja froh, dass wir jetzt hier gerade in diesen Häuschen zugange sind. Ich folge natürlich auch immer ganz brav den Ansagen von meinem Team-Captain. Aber wenn ich denn so übers freie Feld hinter denen herrenne, ja, ich folge meinem Team-Captain, wo sind die denn da? Wenn ich so hinter denen herrenne, ich fühle mich echt wie Freiwild. Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass ich deswegen öfter sterbe. Das ist bei mir vielleicht total egal. Das mag ja sein. Aber so für das gute Gefühl wenigstens würde ich gerne
auch auf freiem Feld zum so ansatzweise die Möglichkeit haben, die richtige Waffe zu wählen. Wobei ich sagen muss, dass mir einige Sachen an Battlefield 5 auch wesentlich besser gefallen als bei Battlefield 1. Ups. Zum Beispiel das Freispielen der Waffen, dass das jetzt nach Rang geht und nicht, dass man dafür nicht irgendwelche bekloppten Aufgaben erfüllen muss. Also das fand ich auch immer total nervig, weil ich mich dadurch nur auch schon wieder nie so richtig aufs Spiel konzentrieren konnte, sondern immer damit beschäftigt war, irgendwelche trotteligen Aufgaben zu erfüllen, an denen ich mich dann auch noch leider immer festbeiß. Das ist ja auch so schlimm bei mir, ne? Vielleicht bin ich einfach zu unentspannt. Aber ja, er schießt deine eigenen Leute. Na gut, jetzt bin ich wahrscheinlich durch Sammeln auch so ein bisschen abgelenkt, das gebe ich ja zu. Aber, also mit Medic, ich glaube, das ist heute die letzte Session hier mit euch. Weil das tue ich mir im Moment so nicht weiter an. Ich brauche da mal eine Pause. Der Versorger, die letzte Zeit, das war so gut, dass da konnte ich richtig merken. Ich habe was dazugelernt, ich mache Sachen besser. Aber mit dem Medic, ja, in Häusern, da klappt es dann mal. Vielleicht lasse ich mich auch zu sehr verunsichern, weil es ist der Medic und nicht der Versorger. Keine Ahnung, warum ich das verunsichern sollte. Zumal ich ja jetzt auch noch eigentlich den Vorteil habe, dass ich mich selber quasi instant heilen kann. Aber das nützt eben nichts. Wenn du... ja, okay, wenn du aus dem Fenster guckst. Nee, das nützt natürlich nichts. Wenn du dich nicht wehren kannst. Na, vielleicht machen sie da ja noch was. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch nicht so wirklich verfolgt. Ich habe auch die Meinung von anderen nicht so verfolgt. Das hier ist also eigentlich eine völlig unschuldige, noobige Meinung zu der Waffenwahl für den Medic seitens DICE. Und eine kleine Beschwerde einer nicht immer alles raffenden, etwas älteren Frau, die vielleicht einfach nur Hilfe von euch braucht. Kann sein. So. Nee, das war auch... das ist nicht gut, ne? Jetzt kriege ich eine rein. Das habe ich gewusst. Ich habe schon wieder nicht nach links geguckt und ich wusste, dass da einer steht. Und warum mache ich das? Lernen. Meine Lernkurve ist beim Medic wieder stark abgesunken. Das habe ich schon in den letzten Tagen besser gesehen. Also von mir. Von mir höchstpersönlich. So. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen besser zu konzentrieren. Jetzt habe ich euch mein Leid ja geklagt. Hoffe natürlich auf irgendwelche Tipps, die ich irgendwie übersehen habe von euch. Und werde jetzt mal versuchen, den Rest des Spiels noch so ein bisschen irgendwas rauszureißen. Ja, als Medic mit dem Panzer auch ganz schlecht, glaube ich. Da wird eine Rauchgranate wahrscheinlich nicht so effektiv sein. Ich will meinen Versorger wieder haben. Ja, siehst du, und jetzt stehe ich hier irgendwie rum und weiß nicht so richtig. Ja, kannst dich nur in die Ecke setzen, warten, dass einer kommt, und da habe ich keinen Bock drauf. Und da raus, da kriege ich wieder... nee, doch. Aber ich glaube, viel weiter treffe ich auch nicht gut. Die Waffe verzieht dann doch ziemlich stark. Also kommt mir so vor, es ist alles nur meine persönliche Noob-Meinung, okay? Ich laufe jetzt echt vom Panzer weg. Das ist ja überhaupt nicht... Was ist Panzer? Das ist nur so ein Wägelchen. Das ist überhaupt nicht mein Ding, vor irgendwas wegzulaufen. Ich laufe sonst immer mit 3 Granaten rein. Und sterb natürlich. Macht ja nichts. Ich will mich hier nicht verkriechen. Wenigstens durchs Fenster, das muss drin sein. Ich bin bei dir, ja? So, wenn ich schon nichts anderes machen kann. Und wie gesagt, ich glaube, das war nicht gut, oder doch? Doch, das war gut.
Das war auch, ja, okay. Also ein bisschen mehr Konzentration wird es dann auch. Also wenn ich zu viel sabbel, dann wird das natürlich auch wieder erst recht nichts. Aber eben immer nur, na, das wird nun nur halb was. Aber es klappt eben auch immer nur auf sehr kurzer Distanz, ne? Ist ja logisch. Dafür ist das Ding ja auch gemacht, so soll das ja auch sein. Aber allein für diese ganzen Felder hier und diese ganzen Wege zwischen den Fahnen, da hätte ich mir bestimmt nicht diese Homie ausgesucht, sondern irgendeine Waffe, die so ein bisschen weitere Reichweite hat. Jetzt kurvt dieses blöde Gefährt da immer noch rum. Ja, wie so ein Häschen, ne? Ich nehme Reise aus. Das ist doch blöde. Und das ärgert mich. Ich bin vielleicht nicht gut in diesem Spiel, aber ich will mitspielen. Lass mich mitspielen. Ja, okay, ich spiele ja trotzdem mit. Leg dich ins Feld und stell dich tot. Oder versuch wenigstens Leute wieder zu beleben. Und zwar so, dass du selber nicht stirbst. Wo sind die denn? Ach, ui. Wie ich sagte, so, dass du nicht stirbst. Wie so ein Grottenolm, ne? Sitzt du da hinter der Tür und wartest. Ich habe schon wieder nicht nach rechts und links geguckt. Da ist eine Granate. Und ich sollte mich heilen. Oh. Ja, Erste Hilfe, greif zu! Mann, hier ist ja was los. Also ich kann ja von Glück sagen, dass wir hier in diesem ganzen Häuserkomplex sind. Bin ich eigentlich noch... Bei welcher Fahne bin ich jetzt eigentlich? Ich soll eh kapern, ja? Ja, da sind wir doch auch. Steht doch groß und brösig, dick und brösig steht's doch da dran. Oh Gott. Nee. So, jetzt konzentriere dich wieder. Da liegen sie alle, die ganzen Toten. Ich will sie alle retten, alle. Siehste? Siehste? Das meine ich. Naja, gut. Aber ich wäre schon wieder fast draufgegangen. Ich gucke nicht genug. So, ich höre jetzt auf zu sammeln. Wenigstens nicht mehr so viel. Ich konzentriere mich jetzt. Beim Medic mache ich immer irgendwie einen auf Wild Chicken, habe ich das Gefühl. Wie so ein kopfloses Huhn renne ich hier rum. Hey, ich bemühe mich mal zu gucken. Und sehe da hinten einen, weiß ich kann ihn nicht, ich kann ihn sowieso nicht kriegen. Und lauf weiter, das bringt doch keinen Spaß so. Also ich finde die Waffe echt toll, aber... Ach, habe ich ja alles schon gesagt. So, und jetzt renne ich hier wieder durch die Büsche. Wenigstens ist das hier nicht so weit. Na, vielleicht kriege ich ja doch noch irgendwas gerissen. So ein ganz kleines bisschen. Es ist ja nicht so, dass ich noob hin, noob her, dass ich keinen Ehrgeiz hätte, ne? Also auch wenn ihr das nicht so sehen könnt, weil das Ergebnis vielleicht immer so ein bisschen grottig ist. Was machst du da? Naja, ich gebe mir echt Mühe. Ich gebe mir echt Mühe, dazu zu lernen. Das ist vielleicht wirklich jetzt mal ohne Quatsch aufgrund des Alters. Das ist halt nicht mehr so wie mit 20. Das merkst du auch, wenn du so alt bist. Ganz klar. Und das sei euch auch allen gegönnt. Ich bin trotzdem ein bisschen neidisch, weil man das, wenn man jung ist, das weißt du gar nicht zu schätzen, wie schnell... Deine Reaktion ist, wie fix du so insgesamt unterwegs bist. Ich meine nicht, dass ich jetzt mich uralt fühle oder so, aber man merkt eben, ja, das ist alles nicht mehr so ganz taufrisch, ne?
Ich schäme mich aber trotzdem nicht dafür, an sowas hier Spaß zu haben. Und wenn das hier tatsächlich irgendwer mit mir gucken sollte, dann freut mich das. Irgendein paar Bekloppte gibt's halt immer auf der Welt, ne? Das hoffe ich zumindest. Ja gut, okay, dass ich den nicht gesehen habe. Ja, wundert mich jetzt auch nicht. Was mich ja wieder zur Frage des Fields of View bringt. Ich habe ja letztes Mal erzählt, ich habe das jetzt auf 100 stehen. Vorher bei Battlefield 1 hatte ich es auf 90. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Gegner für mich, also so für meine müden Augen, nicht doch irgendwie zu klein sind, wenn ich die so frontal vor mir habe. Ich müsste das mal testen, wenn das Übungsgelände kommt, so ganz in Ruhe mal so ein paar Sachen austesten, unter anderem auch irgendwie das. Ich meine, also das Ding ist ja, ich vergesse sowieso oft nach links und rechts zu gucken. Da könnte man ja fast meinen, vielleicht ist das Field of View bei mir sowieso schon Sheet egal, hätte meine Oma gesagt. Oh, da, ah. Na, mit zweien habe ich jetzt nicht gerechnet. Und wenn das denn völlig egal wäre bei mir, weil ich sowieso ein bisschen döschig bin, könnte ich das ja auch auf 80 oder so runterstellen. Vielleicht bringt das ja was. Was mich daran hindert, das jetzt einfach mal so zu tun, ist, wenn ich das so hin und her switch, gewöhne ich mich nie dran, auf eine bestimmte Distanz zu gucken. Also, wisst ihr, was ich meine? So, und das ist so wie, wenn du ständig die Maus verstellst. Ja, da weißt du dann auch nicht, ziehe ich jetzt 10 cm nach rechts und wo bin ich dann? Weil wenn du das andauernd verstellst, ja, pff, logisch, ne? Alles eine Frage der Gewöhnung. Mich würde ja auch mal interessieren, mit welchem FOV ihr spielt. Ich glaube, dieses Mausding, das kann man schlecht vergleichen, weil jeder hat eine andere Handhaltung an der Maus und andere DPI und so weiter und so fort, schon klar. Aber der Guckwinkel, auf Deutsch gesagt, der würde mich doch mal interessieren, den ihr so eingestellt habt. Ich denke, das ist auch wieder eine Sache des persönlichen Geschmacks, aber vielleicht habt ihr da ja auch noch den einen oder anderen Hinweis. So, wenigstens, wenn wir schon keine Leute erschießen, sammeln wir ein paar Punkte hier beim Kapern der Flagge. Naja, und das ist klar. Das war wieder zu weit weg. Nee, mit dem Medic werde ich so nicht warm. Nee, echt nicht. Das ist so schade. Eigentlich finde ich so die Idee an sich, da so als Sanitäter rumzurennen, die ist mir total sympathisch. Aber um den dann hochzuspielen, um die Tommy Gun zu kriegen, da brauche ich so lange für und quäl mich da so. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich durchhalte, mir das anzutun. So, komm. Ja. So, ich gucke schon wieder in die falsche Richtung, habe ich das Gefühl. Da liegen meine Kumpels. Das ist nicht gut. Oh, ach. Ja gut, die schlüpfen da jetzt zu mehreren durch. Keine Chance. Ganz dolle Nummer. Ganz dolle Nummer. Aber ich bin ja auch niemand, der dann aus dem Spiel rausgeht, ne? Wenn's beschissen läuft, auf Deutsch gesagt, dann läuft's halt so. Kann man halt nur draus lernen oder eben auch nicht.
Außerdem lässt man sein Team nicht im Stich. Oh Gott. Allerdings sollte man überlegen, ob das nicht vielleicht, wenn ich mitspiele, auch schon so eine Art von im Stich lassen ist, weil ich so schlecht bin. Nein. Nein. Ein Herz für Noobs, bitte. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie ernst die Leute das nehmen. Ne? Also ich habe durchaus einen gewissen Ehrgeiz. Ich möchte, klar, wer will das nicht? Ich möchte gut sein, ich möchte was reißen, ich möchte Erfolg. Und zwar gar nicht mal so den persönlichen Erfolg, sondern zuerst mal will ich die Schlacht gewinnen. Das ist mir irgendwie wichtig. Und dann, ja, dann will ich natürlich auch selber dabei irgendwie, also was Gutes dazu beigetragen haben. Aber ich finde, manche Leute nehmen das dann auch wieder alles zu ernst. Also, die machen da ja irgendwie, die tun ja so, als wäre das ihre Lebensaufgabe, der Pro in BF sonst was zu sein. Und das ist mir dann doch ein bisschen viel. Kann ja jeder machen, wie er will, aber für mich ist das dann einfach ein bisschen too much. Naja, aber es muss eben von allem was geben bei den Leuten. Solange man... der war aber krantig. Sauber niedergelegt, muss ich sagen. Und jetzt noch ein Panzer über mich drüber, ja. Okay, ich habe den Faden kurz verloren. Ich sabbel heute auch eine ganze Menge, ne? Kunstpause? Ja, hilft auch nicht. Ich habe leider den Faden verloren. Also die Leute, die das jedenfalls zu ernst nehmen, das ist dann halt nicht so meins. Also der Spaß sollte, das wollte ich sagen, der Spaß sollte da halt nicht verloren gehen. Und bei manchen habe ich das Gefühl, das artet so ein bisschen schon in Arbeit aus. Das merken die vielleicht selber gar nicht so oder es wirkt nur so auf mich und das ist dann doch nicht so. Man muss ja auch immer so ein bisschen sich selbst reflektieren und so. Das ist zu weit. Ja, siehste, den hätte ich locker gelegt mit meiner Bren Gun als Versorger zum Beispiel. Also wette ich jetzt drauf, das hätte selbst ich geschafft. Den hatte ich doch schon. Aber mit diesem kurzen Dings hier. Nee. Oh, und das ist knapp. Gleichstand. Ja, kann ich vergessen. Das kann ich von hier aus doch alles vergessen. So, lass mich in Ruhe. Ich möchte noch einen umlegen. Wer tut mir den Gefallen? Naja, auch wurscht. Es steht jedenfalls fest, ich mache erstmal, aua, eine Medikpause, wenn ich das jetzt hier durch habe. Och, dankeschön. Lass das gut bei mir. Ja, eine Medikpause werde ich jetzt erstmal einlegen. Na, da habe ich meinen einen doch. Na, wo ist denn hier? Wow. So, erst umgucken, jetzt retten. Na gut, da war einer schneller. Oh, und das war's schon. Okay, also, ich habe mich jetzt ein bisschen bei euch ausgeweint. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir ein Fest, wenn das jemand tatsächlich sich bis zum Schluss angetan hat. Ja, dann freue ich mich. Ich werde sicher noch mindestens eine Folge machen. Und zwar natürlich mit dem Sniper. Ist ja ganz klar, weil
Muss sein, auch wenn ich mich da wieder gnadenlos blamieren werde. Ich kenne da gar nichts. In diesem Sinne, bis bald und tschüss.